Jo Leute, Servus und ein herzliches Willkommen hier aus dem wunderbaren Ungarn vom Ungaroring. Ganz passend hier aus Budapest. Ich freue mich immer hier zu sein. Es ist zwar eine langweilige, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist eine technische Strecke und sehr strategiebedingt. Die fällt heute aber weg. Wir sind nämlich im Sprintrennen und das bedeutet, wir müssen nicht in die Box fahren. Wird aber trotzdem nichts einfacher machen. Wir werden nämlich nur von 7 starten, weil wir letztens Zweite geworden sind. Falls ihr das Rennen nicht gesehen habt, schaut oben rechts gerne vorbei. Da ist die komplette Playlist drin. Abonniert auch gerne den Channel, lasst gerne einen Daumen oben da und schaut auch gerne auf Insta und TikTok vorbei. Unser Start hier, mega schlecht, also wirklich extrem schlechter Start. Und der wird uns echt noch böse zukommen, weil wir müssen diese ganzen Plätze im Rennen aufholen. Wir können nicht wie letztens den Strategie-Coup machen. Wir müssen hier diese, ja, schon mal, die wir beim Start, auch hier zu weit rausgekommen. Und da und uns gleich noch einer. Ja, das ist natürlich klar bei den 10. Der bleibt hinten, 9. Platz. Okay, wir haben sogar 2 verloren im Start. Hier, können wir den Hamilton machen? Nein, leider nicht. Falls ihr nicht wisst, natürlich, Hamilton ist da eine eigene Linie außen rum gefahren, hat da mehr Schwung geholt und hatte innen dann auf einmal das große Sehen, dass er innen vorbei war, aber das können wir leider nicht machen. Aber vielleicht können wir hier passend zum heutigen Tage, kommt dann später auch noch eine F1 News Folge und eine coole Folge von Wer verdient am meisten 2021? Wer von den Formel 1 Fahrern die Top 10? Habe ich mal gerankt und ich fand das ziemlich cool. Hab da die Liste gefunden im Internet und ja, das würde mich extrem freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Wir werden aber auch unter anderem, ich glaube später, ich weiß nicht genau, ob noch Stream-Highlights auch kommen, weil das sind 2 extra Videos. Das bedeutet F1-News unter anderem, schlimme News von Alonso, der ist gestürzt in der Schweiz und hat sich den Kieferbruch zugezogen bei einem schlimmeren Fahrradunfall. Und da werden wir auf jeden Fall auch ein bisschen in den F1-News reingucken. Das hätte eigentlich alles gestern kommen sollen, aber ich dachte mir, bei den F1-News, ja, da passt das noch alles dazu. Und ich dachte mir, ja, dann hau ich es gleich morgen raus. Also schaut gerne vorbei, kommt gerne. Und wir werden da auf jeden Fall ein bisschen reden, wie es da weitergeht und was da noch los ist, wenn es vielleicht nicht funktioniert, diese ganze, wenn das noch alles ein bisschen länger dauert. Am 12. geht es los in Bahrain mit den Tests. Und wir werden auch ein bisschen einen Blick auf die Launchtermine legen. Da launcht das erste Team am Montag und da werden wir auch auf jeden Fall reacten auf das Auto von McLaren. Schaut für mehr Infos gern vorbei, ich würde mich extrem freuen und ich habe da echt ein gutes Video zusammen gedeichselt. Also würde mich echt freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet und gucken wir uns die Replay an. Guter Start war es zwar nicht, aber dann, oder was war denn das? Das war ein richtiger Frame Drop, also das war so richtig komisch gebuggt. Trotzdem, unser Start war miserabel. Ich habe es gut noch ein bisschen in der ersten Runde ausgedeichselt. Trotzdem, es war halt jetzt nicht so, dass, wo ich mir denke, so, wow, hier auch noch zu weit rausgekommen, das hat noch einen Platz gekostet. Den hatten wir uns zwar dann wieder zurückgeholt, trotzdem war es ein bisschen Dünnschiss. Also wirklich, das war echt unnötig, was ich hier rausgehauen habe. Da auch nochmal zu weit rausgekommen. Also nein, die Startphase war jetzt nicht gerade das Weiße von mir. Das Gelbe von mir, Weißes von mir, egal. Ich weiß nicht, was selten ist und hier wieder. Halleluja, und da rutscht nochmal einer durch. Wir waren zwar jetzt schon 7. und ja genau, da ist er so horny, dass er uns überholen will und dann verbremst er sich direkt in der Schikane. Hier gab es auch unter anderem mal einen richtig Hardcore-Crash zwischen Hamilton und Rosberg. Da wollte keiner nachgeben und im Endeffekt war es dann so, ich glaube, einer von beiden war draußen und der andere war dann auch weit hinten, weil er irgendwie Flügel wechseln musste. Ich glaube, das war aber eher Hamilton. Also ich glaube, in Spanien haben sie sich beide abgeschossen und hier war es dann wirklich nur, da war ja auch Belgien mal, da haben sie sich auch berührt mit dem Hinterreifen, da hatte ich glaube ich Rosberg einen Flügelschaden zugezogen, einen Reifenschaden, der andere hat den Flügel verloren. Oh, es waren ziemlich kuriose Zeiten zwischen den beiden. Gibt es leider alles nicht mehr. Die Fights waren cool. Oh mein Gott, ja, hier leicht berührt. Hier gegen Mazepin. Der fährt ja nächstes Jahr, also beziehungsweise ja in paar Wochen schon in der Formel 1 bei Haas. Und da habe ich auch gestern gelesen, der Motor funktioniert nicht richtig. Irgendwie lässt sich da nicht starten oder so. Beim Schmick, ob das generell am Motor liegt, keine Ahnung. Aber es ist trotzdem ziemlich blöd, wenn, keine Ahnung, einen Monat vor den Tests nichts geht. Genau in einem Monat geht es nämlich los mit, also ja, halt jetzt in 4 Wochen und, keine Ahnung, 2 Tagen oder so, weil es nicht mehr genau ein Monat ist. Heute, zu dem Tag, wo ich es kommentiere, geht es in einem Monat direkt los und ich bin da ziemlich gespannt schon drauf, wer das beste Auto sein wird, ob Alonso starten darf. Viele Fragen, aber die werden wir uns wahrscheinlich auch unter der Woche stellen, weil am Montag launcht das erste Team, Freitag dann das zweite. Aber wer, wie, was, wie gesagt, gucken wir später an. Hier wunderbares Überholmanöver gegen Tsunoda
Und der nächste, iLot, ist dran. Wir sind schon auf den 5. Platz vorgerückt. Und hier innen in der ersten Kurve kann man einfach so gut überholen. Die ist so breit, lässt zu und... Ich habe es nur wegen dem DS gemacht. Nein, Spaß. Ich rede es mir mal ein. Aber da machen wir fast den Hamilton. Da sind wir echt weit. Und ja, Traktionskontrolle hier in Ungarn ziemlich schwierig, weil die ganze Strecke irgendwie ziemlich hängt. Und die ist wirklich hardcore. Nächster, Dan Ticktum hier, der glaube ich fährt die Mercedes-Diensten, weil die Farbe an sich, ja, ihr merkt, ich komme nicht ganz so klar. Ich habe auch das, ich nehme immer die Setups von der Formel 1 und da fährst du wirklich auch manchmal so einen Scheiß zusammen, weil das wirklich teilweise richtig hardcore ist. Du trittst aufs Gas und das Heck ist weg und der sitzt dann auch. Du machst immer ganz, ganz langsam unten, guck mal bei den Punkten ein bisschen rechts, wenn ich da aufs Gas gehe. Da gehst du wirklich ganz, ganz zierlich, überhaupt in der ersten Kurve, dann auch oben nach der Schikane und so. Aber trotzdem, dritter Platz, Podium wären wir schon mal. Aber doch, nein, der will sich da nicht zufrieden geben. Komm schon, bleib hinten, Danny. So, wir bleiben vorne. Und auch hier gehst du dann ganz, ganz zärtlich aufs Gas und dann funktioniert es auch. Aber wenn du da mal vielleicht schneller fahren willst oder aufholen willst und dann zu früh ist das Heck direkt weg oder zu schnell das ganze Gas durchdrückst, ist es sofort weg. Also hier, das war jetzt mal kurz der Crashkurs fürs Gas geben in Formel 1. Und hier kommen wir mit Riesenschritten an Aitken dran. Den könnten wir jetzt, glaube ich, gleich holen, oder? Doch. Nein, da dachte ich mir, nein, lieber nicht, weil der fährt schon so eine Asi-Linie und doch wieder hier. Die Kurve ist auch sehr, sehr tückisch. Und Dan Ticktum, der wartet nur auf solche Fehler. Ja, und jetzt müssen wir ihnen ein bisschen Platz lassen, außen zu weit rüber gekommen. Das macht aber nichts, weil sowieso jetzt eine Rechtskurve kommt. Trotzdem, Ticktum, der ist schon ein Horrorkerl. Also der fährt da wirklich teilweise richtig gut, aber auch so konstant vor allem. Das können wir natürlich auch, aber hier fehlt es uns, hier fehlt es mir irgendwie eine Konstanz, weil ihr seht es auch, teilweise komme ich hier echt in Struggle mit dem Car. Und auch in der ersten Kurve, da muss ich immer so spät. Also warten, bis ich so spät am Gas bin und dann passiert das meistens. Ich möchte nach vorn, nicht wieder zurück, Mann. Und das nervt mich ein bisschen. Aber ich möchte, wie gesagt, auf 98 mindestens hier Standard dann auch die nächste Season gehen, falls die nächste Staffel dann kommt. Die nächste Episode wird dann mal am... Ja, hier haben wir ein paar Überholungen, die war auch wunderbar gegen Matsushi. Dann nebeneinander war das hier. Nein, das war Mazepin. Oder war das iLot? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber trotzdem, es macht auch mega Spaß. Und überhaupt zum Angucken, ich freue mich extrem, wenn es wieder weitergeht. In Bahrain geht es dann hoffentlich am 29. März los. Man weiß ja nie, Corona kann vieles durcheinander bringen. Und Corona kann leider auch vieles zerstören. Und haben wir auch letztes Jahr gemerkt. Jeder hat sich auf die Formel 1 gefreut. Australien steht an, alle waren schon dort. Dann der erste Corona-Fall, zack, alles abgesagt. Und dann kam mal 5 Monate nichts und das, ja, befürchte ich leider auch, dass dann nochmal irgendwie so eine, keine Ahnung, Mutationswelle kommt und dass dann wieder nichts geht. Also es ist natürlich klar, wenn die Mutation kommt, dass nichts geht, aber trotzdem, das wäre natürlich echt blöd. Aber die Formel 1 meistert das schon mit ihren, ja, perfekt, da sehe ich meine Chance ein bisschen zu hastig und dann ein bisschen zu spät auf der Bremse und dann passiert leider wieder, dass Aitken durch ist und wir haben nur noch 2 Runden, ich möchte unbedingt Erster werden, wir hätten jetzt echt mit ein bisschen mehr Vorsicht, ja, da auf der Geraden vielleicht zurücküberholen können. 12. Runde hier immer noch, Yuki Tsunoda ist draußen, wir sind ganz nah an Aitken dran, aber da wird es nichts, das ist alles zu langsam und ja, wie gesagt, ich denke mal, die Formel 1 wird da schon meistern. 13. Runde, die haben auch letztes Jahr das dann so gut gemessen, überhaupt der Kalender, sogar mit ein paar Zuschauern, nie viele, ja, ich glaube immer so, manchmal gab es so 5, 6, aber nie so vom engeren Kreis, immer nur von den anderen, also von den dortigen Leuten irgendwie Corona-Fälle, ja, wir wissen, Stroll, Perez, Hamilton und es gab auch ein paar andere, die hatten auch Corona, aber auch Leclerc während der Winterpause, Norris hatte schon Corona und ja, wenn die dann eh alle hoffentlich immun dagegen werden, weil die junge Scheiße, Mann, Scheiße, wir hätten echt die Möglichkeit gehabt hier, aber die Reifen sind durch und es ist diese Scheißkurve, wo immer das Heck weg ist. Trotzdem, ich gönne Armstrong den Win und uns den zweiten Platz vor allem, Mann. Wir haben es geschafft, wir holen hier das Podium immerhin. Nach so einem verkorksten Start dachte ich mir nicht mal, dass wir Top 5 werden. Trotzdem, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es wie immer mega Spaß gemacht. Und schaut, wie gesagt, gerne vorbei, falls ihr vom Lions-Fan seid oder auch nicht. Nur interessiert seid, was die so kassieren, ob die überbezahlt sind oder nicht.
Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Abonniert den Channel gerne. Vielen Dank fürs Zugucken. Und später kommen noch die F1-News. Aber das war es natürlich jetzt mit dem Video noch nicht. Wir gucken uns mal die Siegerehrung an, die wir uns mehr als verdient haben, muss ich sagen. Wow, wow, cooles Pick. Das ist der Lastwagen. Geil. Also muss ich echt sagen, schöner geht's nicht mehr. Also bist du deppert. Formel 1 2021. Cracked Games. Nein, Spaß. Ist natürlich alles gekauft von Xbox. Aber trotzdem, hier manchmal backt das Spiel ein bisschen herum. So, ART kann sich freuen mit dem Win von Armstrong. Wo ist ein TikTok gelandet? Vierter. Ah, stimmt, der ist auch die ganze Zeit hinter uns gefahren. Schade für ihn, ich hätte ihn auch das Podium gegönnt. War ein bisschen zu langsam. Und dann bei Aitken nicht schnell genug, weil bei Aitken hätte auch das... Wir hatten da wirklich harte Fights unter anderem. Hier haben wir Armstrong. Ach, da steht sogar auf seinem T-Shirt Armstrong. Oder ist das eine Marke auch? Ich weiß nicht genau. Ich kenne Armstrong eigentlich nur als Radfahrer. Der ja, ich glaube, nicht so gut zum Schluss mehr war. Also der hat ja da ein bisschen... Ja, sich was dopen lassen, denke ich mir. Ich weiß nicht genau, ob das... Ich glaube, das war Armstrong. Und ah, diese schwarzen Flecken sehen aber auch komisch aus bei den Rennanzügen. Müsste mir recht geben. Und ja, hier haben wir die Renner, das Endklassement. Wir haben nicht mal, doch, die schnellste Rennrunde haben wir geschafft. Und nur 0,7 Abstand. 14 Punkte gibt es für heute. Unser Teamkollege schafft es wieder nicht in die Top 14. Und jetzt wird es echt schon traurig und lächerlich. Und weil ihr auch meiner Meinung seid, schreibt sie mir gern in die Kommentare. Hier, so sieht es aus wie folgt. Wir sind 136 Punkte vorne. Und abonniert den Channel gern. Lasst gern Däumchen oben da. Schaut gern, wie gesagt, später vorbei. Und viele, viele mehr Daten gibt es auch auf Insta. Picks und so weiter und auf TikTok gibt es da immer ein paar kleine Clips. Schaut gerne vorbei, folgt uns dort auch gerne, aber vor allem abonniert diesen Channel gerne, falls ihr da Bock drauf habt. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und morgen kommt, morgen kommt anderer Stuff, TikToks of the Week vor allem. Schaut wirklich gerne vorbei und bis später dann. Tschüss.